willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Okay, der letzte Kurde spielt The Last of Us. Diesmal dritte Folge. Was in den letzten Folgen passiert ist, hier ein kleiner Zusammenschnitt. Wir haben ein neues Mädchen, auf das wir aufpassen müssen, die anscheinend immun ist. Wir haben unsere Frau verloren. Wir passen auf das Mädchen auf, versuchen irgendwie an Mediziner ranzukommen, um ein Gegenmittel gegen den Virus zu finden. Wir haben unsere Waffen verbessert. Wir haben viel mehr Waffen jetzt. Wir haben eine OP-Waffe, die Pumpgun. Und wir werden versuchen, uns weiterhin zu verbessern. Und das Mädchen ist der Key, um eine Lösung zu finden gegen diese Plage. Und das werden wir schaffen. Let's go. Folge Nummer 3. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Format gefällt. Und abonniert den Zweitkanal für mehr Games und Videos. Okay, das reicht. Stopp! Oh shit, wir haben unser eigenes Auto jetzt. Okay? Das ist geil. Eigenes Auto jetzt. Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Hat sie echt nicht. Ihr habt keine Chance. Wir haben keine Chance. Gönn doch! Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Ah, stimmt. Daran kann ich mich erinnern, dass er uns das gegeben hat. Und der Bilder wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und ja. Dich, ja. Sind wir quitt? Wir sind quitt, Bill. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Bleib ein bisschen respektvoll, Bill, okay? Okay, mach Platz, ich fahre jetzt. So, ey, das Spiel ist so cool, ne? Man sieht ein bisschen Donner im Hintergrund. Idylle. Und wir fahren weiter. Wohin fahren wir, ist die Frage. Hier hatten wir offiziell Stopp gemacht. Nicht einschlafen. Nicht einschlafen. Oh Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus. Zum Glück hat sie nicht geschlafen. Ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Bill ist Rentner. Ah, okay, es geht. Bro. Na, zu alt vielleicht sogar. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Jo! Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Was? Oh. Warum kleben die zusammen? Warum klebt was zusammen? Oh. Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! Sie sagt, ich verarsche dich nur, aber trotzdem reingeguckt. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Jamal, danke für den zweiten. Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Alles zu. Aber jetzt ist das Auto auch futsch. Außer wir drehen um. Umdrehen. Sonst können wir das Auto nicht weiter benutzen. Scheiß drauf. Was machst du? Yo, what the fuck, Bro? Ah, wir fahren ein bisschen in eine andere Richtung, ich verstehe. Ich hoffe, wir kommen durch und werden nicht... Oh nein, bitte nicht sowas. Vorsicht! Na, einfach weiterfahren. Vertrau mir. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh mein Gott! Er wusste es! Das ist eine Falle! Was für Hunde! Joe!
müssen einfach gegen andere Menschen kämpfen hier. Ja, okay. Nein! Digga, ich komme gerade mit den Tasten ein bisschen durcheinander. Miese Drecksau! Ja, Junge, was erwartest du? Scheiße! Den habe ich gehört. Du Mistkerl! Digga! Wie dumm von ihm! Er sagt einfach, wo er ist. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Okay, ich muss echt Waffen wechseln wieder ein bisschen üben. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Ich habe echt wenig Sachen. Ich brauche hier wirklich. Ich muss jetzt hier alles looten, was ich looten kann. Real Talk. Gar nicht gut. Oh, das war aus Versehen. Nice. Hier muss aber auch echt viel sein, sonst bin ich abgenervt. Komm schon. Mach nicht diesen, Bro. Hier muss was sein. Ich brauche Munition, alles. Komm, bitte. Einmal hin. Siehst du was? Nicht sehr viel. Und du? Und du? Achso. Ich habe Angst, dass ich jetzt angegriffen werde, wenn ich... Das war zu wenig, Bro. Die hatten, als ob die alle keine Mund... Ah, hier draußen sind ja noch welche. Und wo habe ich dieses Geräusch gehört? Es muss einen besseren Ausweg geben. Hä, aber ich habe Waffenladen gerade gehört. Da auf dem Tisch war noch was. Ernsthaft? Nee. Hey! Vielleicht können wir hier durch. Wo bist du? Ja, gib mir eine Sekunde. Ich muss hier noch ein bisschen was abchecken. Ach, nur so Ziegelstein und so ein Kack. Und wir haben echt nicht viel Munition bekommen. Warte, ich muss mir jetzt hier abchecken, wie man Waffen wechselt. In der einen habe ich gar keine Munition. Hier habe ich auch 0,0 Munition. Ich kann höchstens auf Pfeil zugreifen. 2 und 3. Okay, 7 war heilen. 8 ist die. Was ist 6? 6 ist das, okay. Hier, maybe. Lass ich einmal kurz hier rein. Und ein bisschen was abchecken. Meine Medi ist voll. Gib mir Muni. Muni so wichtig gerade, bitte. Das sieht gut aus. Nichts drin. Hier, maybe. Was ist denn das? Ah, gut.
Ja, stark, dass ich hier reingegangen bin. Ja, stark. Stark, Chat. Ich höre die ganze Zeit Geräusche, die nicht von mir kommen. Das macht mir ein bisschen Angst. Könnte auch noch was sein. Ich muss wirklich jede... alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Weil ich habe irgendwie gerade so wenig. Ich weiß aber auch nicht, woran das... Was denn? X-Hinweis. Ach so, der will, dass ich da hinten hingehe. Ja, gib mir noch eine Sekunde. Okay. Ich habe alles durchforstet. Wie ein Förster. Und jetzt gehen wir weiter. Oh. Bitte keine Gegner auf der anderen Seite. Das sieht nicht so gut aus. Versuche es, mit irgendwas aufzuheben. Oh oh. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Okay. Gut. Mach, Ellie, bitte, ich kann nicht mehr. Oha, wie stark sie ist. Okay, es geht schon. Es geht schon. Das knallt zu. Oha! Damit es leise bleibt, oder wie? Okay, ich verstehe. Da. Jo. Wollten wir uns deswegen umbringen? Was zur Hölle? Was machen die hier? Sind das so komische Experimentler? Geld? Nee. Rauchbomben. Ah, okay. Wieder was ganz Neues. Krass. Okay, das können wir, das müssen wir irgendwie mitnehmen. Rauchbombe. Wir müssen hier irgendwas erstellen mit Tuch. Dann haben wir noch einen Molotow-Cocktail. So, gib mir Munition, bitte. Ich brauche wirklich sehr viel Munition gerade. Schade. Aha, da liegt was. Ich sehe schon. Munition. Alles für den Revolver. Will jetzt gerade nicht unbedingt Revolver spielen, aber mir bleibt keine Wahl. Ich weiß nicht, findet man immer Munition für die Waffe, die man gerade ausgerüstet hat? Frage ich nicht. Okay, jetzt haben wir 6 Schuss. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Es sind Hunter. Die haben einen Namen sogar. Okay. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Ja, Mann. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Mhm. Gehen wir los. Jetzt geht Action los, glaube ich. Warte. Kurz wieder. Ah, mit C duckt man sich. Mit Q gedrückt. Machen wir den hier. Okay. Das hat mir gefehlt gerade eben. Ich brauche mal so eine Sekunde, um wieder reinzukommen. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ist mir schon mal passiert. Beide Seiten. Wir waren selber mal ein Hunter. Maybe unser Bruder ist ein Hunter, Chat. Viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Wir haben das selber mal gemacht. Na. Hier schlafen diese Typen wohl. Wir waren selber so einer. Oh mein Gott. Wir haben Medikit dadurch verbessert, dass wir wissen, wie man Leute, deren Beine wegamputiert. Was? Warte mal, nee, das muss ich mir nochmal angucken. Nee, das war das nicht. Absaugschlauch war es auch nicht. Das war jetzt hier das Neueste. Hunter-Notiz. Auch nicht. Ja gut, vielleicht soll ich mir das auch gar nicht angucken.
Schmugglernotiz, was ist das? Okay. Eindringende werden erschossen, auf Überlebende wird nochmal geschossen. So komisch, ne? Ich fühle mich hier richtig unwohl. Genauso war es bei The Walking Dead auch bei dieser Serie. Erst gegen Zombies und irgendwann dann gegen andere Menschen. Ich sag euch ehrlich, klingt für mich sogar etwas realistisch. Wow. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube nicht, dass sie infiziert waren. Das waren nein! Lebende Menschen! Digga, dass sie das auch nicht so stört. Die sagt einfach, oh, ich glaube nicht, dass sie infiziert waren. Junge, sie ist ein richtig hartes Mädchen. Real talk. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Ja, ich gehe nochmal zurück. Wenn ich vorgehe? Ich gehe vor. Und dann ist so laut. Ich muss hier noch rein. Oh, jawohl, wir können Waffen verbessern. Oh, yes. Okay. Okay. Die Pump ist wirklich so OP. Die muss ich verbessern. Kriege ich die verbessert? Ja, kriege ich. Wir können den Rückstoß verringern und wir können Nachladetempo verringern. Das machen wir direkt. Zack. Auf die Pump. Auf die Pump, wichtig. Und zack, Rückstoß. Machen wir auch. Die Pump ist so OP. Das sieht doch gut aus. Mhm. Das sieht schon viel besser aus. Verbessern wir hier noch das Nachladetempo, die Waffe, die wir gerade benutzen. Das sieht schon viel besser aus. Das ist gut. Schnell geladen, mein Freund. Okay, wir kommen. Warte auf uns, Ellie. Wie viel brauchen wir eigentlich noch an Pillen? Wir haben 15 gerade. Oh, was denn? Ich pfeife! Ja, hör auf zu pfeifen, diesen Hunter! Gut. Bist du dumm? Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Was für Wahnsinn! Du lockst damit nur andere Gegner an. Yo. Bei solchen Szenen in Walking Dead hatte ich immer Angst, dass die Typen sogar ehrlich noch lebendig das sind. Das würde Ellie gefallen. Das nehmen wir mit. Albana und L2, danke für deinen Sub, mein Freund. Alter, wie heftig das aussieht. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Digga, hier sind nur Drohungen überall. Was war hier los? Waren das Jäger? Könnte sein. Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Boah, warum Digga. Wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Alter, so heftig. Jo. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung.
Ellie, runter! Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ellie, komm hier hin, die sehen dich! Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wow! Hast du das gehört? Sei vorsichtig. Ich hab zu wenig Munition, Real Talk. Digga, man sieht dich! Oh hey, mein Gott. Gesehen? Nee, kein Schwein da. Digga, man sieht sie so krass, ne? Verdammt, hier ist niemand bei dir! Ja, Tito! Ich suche hier. Such da unten. Bro, was zu... Wir haben ihn. Und weiter. Und weiter. Komm auch her, Bro. Dein Freund liegt hier, mein Bro. Oh, ich muss direkt beide töten. Fuck. 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 Ich werd dich abfackeln! Oh mein Gott, wie schlecht! Wie schlecht ihr seid! Oh mein Gott, der Arme! Geil, ey! Brauche Deckung! Geh ran! So macht man das, mein Freund! Pralla, komm her, Pralla! Komm schon! Oh, fuck! Oh nein! Oh, Digga! Das war gefährlich, der hatte auch eine Pump. Boah, jetzt werden die Gegner auch echt schwieriger. Real Talk. Ein bisschen Munition wäre echt... Wir machen echt miese an Munition. Das ist echt nicht so cool. Warte, wo haben wir die ersten beiden umgebracht? Wo hatten wir die... hier! Okay. Wir haben immer Pumpgun-Munition, Chat. Immerhin. Gut, warte mal. Warum lädt er nicht nach? Konnte die Pump immer nur einen im Lauf haben? Ah, das ist Jagdgewehr! Wir haben gar keine Pumpgun. Oh mein Gott, wir haben gar keine Pumpgun-Munition. Okay, machen wir etwas Stimmung. Oh shit. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Geiler Witz. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Und zwei... Wow, wie seltsam. Ich heile mich kurz, Chat. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Gebt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Das sieht gut aus. Werkzeugstufe 2. Für die Waffenverbesserungen. Ist hier noch irgendwas?
mir kein gutes Gefühl bei, ich sag euch ehrlich. Wir müssen auch jetzt andere Menschen sein. You'll die before we starve. Okay, das hatten wir schon mal gelesen. Oh, es klingelt. Ich muss kurz die Tür aufmachen. I have to open the door chat. Ich muss doch nicht die Tür aufmachen. Jetzt passiert was. Oh. Hunter. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Das sind keine Hunter. Oh ja, da hast du mitgemacht. Hab davon gehört. Ja, das eine Mädel wollte einfach nicht aufgeben. Die hatte echt verdammt viel Energie. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erledigen. 5 Stunden im Sicherheit. Mann. Manchmal muss man sich echt verdienen. Was? Wir wollten gerade aufgeben, als sie angefangen hatte zu schießen. Ähnlich. Sie hätte entkommen können. 2 haben sie beschäftigt. Ich Digga, wie viele sind das? Jo. Das war's. Mist. Du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Die Göre, die hätte uns im Schlaf getötet. Boah, ich mach gerade vielleicht ein bisschen was falsch. Komm schon. Oh nein. Guckt er so. Mann. Warum redest du? Bist du dumm? Warum gehen die weg von uns? Ich hab echt die falsche Reihenfolge ausgewählt. Komm zurück zu mir, Bro. Ich geh nach links. Er kommt. Joel, da! Danke. Danke, danke. Digga, man sieht sie immer, ne? Das macht so keinen Sinn. Warum suchen die nach Leuten? Na, komm her. Perfekt. Er sieht aus wie Glenn aus The Walking Dead. Da links. Wow! Ah, schnapp ihn! Oh mein Gott. Oh mein Gott, man. Munition ist leer. Nein! Ich habe nur noch das Jagdgewehr. Okay, los! Oh mein Gott. Hey, als ob ich es... Digga, das ist ja so schwer. Gar nicht gut, Bro. Gib mir Deckung! Ich hab ihn! Oh nein, Bro, ich hab... Gib mir Munition. Richtig. Flip der Flip, dankeschön für den Sub. Ich weiß, es sind noch echt viele andere. Ich gehe jetzt von der anderen Seite auf die los. Die werden das nicht wissen. Da. Oh fuck, Bro.
Ja, geh durchs Feuer, Bro. Ist der da drüben? Ja, ja, bin ich. Nein, ich bin hier. Oh nein, nicht. Fuck. Komm her. Digga, nicht, dass sie von außen kommen. Scheiße! Oh, verdammt! Da unten! Läuft der raus? Woher kommt der? Von wo kommt der? Come fratello, Spaghetti Mafia. Oh mein Gott, direkt zwei. Er ist da drüben, hinter den Oh nein, von wo? Er ist hier drüben! Da! Digga, wie viele? Ich werde dich abfackeln! Ja? Okay, weniger. Wer fackelt wen ab? Sei leise. Da! Da drüben! Von wo? Von wo? Gib mir Deckung, ich geh vor. Ich passe auf. Was machst du da? Mein Bruder hat noch nie Verstecken in seinem Leben gespielt. Och, Digga, erschreck mich doch nicht. Hier war doch noch einer. Vier Schuss. Ihre Geräusche lenken mich so krass ab, ne? Er hat eine Waffe! Oh. Wer denn? Thank you.
Verhaftet! Komm! Hä? Ich habe noch 3 Schuss. Pass auf! Fuck. Komm. Hä? Ich habe noch 2 Schüsse. Komm her! Wie, er ist weg? Müssen gleich da sein. Ist er da? Er ist nicht hier drüben. Was zum Teufel? Er sagt was zum Teufel, als hätte er vorher noch gar nichts gehört. Ich habe fast eine halbe Truppe ausradiert. Er sagt noch was zum Teufel. Wie dumm. Wo steckst du denn? Hier, Bro, du Dummkopf. Ja, komm. Ciao. Lebt noch wer? Das war's. Das war verdammt knapp. Das war nicht knapp, es hat einfach lange gedauert, Digga. Ich bin der King. Ertragen und überleben. Okay. Die, das wird jetzt. Alter, das wird jetzt so gut, ne? Der Comic, den ich gelesen hab, das sagt der Held. Das wird so lecker. Was, ist noch wer auf dem Klo? Ja. Okay. Oh yes, baby. Oh yes. Oh mein Gott, so gut, Chat. W's in den Chat. Ein Update ist ein Baby in Yellow rausgekommen. Ernsthaft? Mann. So viele Bücher. Du liest also gern, Wenn ich nicht vorhanden an Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Muss echt gucken, Digga, hier ist halt die Wahrscheinlichkeit übel hoch, dass ich was übersehe. Aber ich habe jetzt einfach so viele Leute umgebracht. Ich habe mir mal versucht, direkt alles mitzunehmen. Aber ist auch irgendwo unmöglich. Und dieses Lager hier ist so verdammt groß. Das Ding ist, ich bin so ein Mensch, mich würde das richtig triggern, wenn ich irgendwas nicht mitnehmen würde. Bereit? 2 Kannibalen essen einen Clown. Den Witz hast du schon gebracht. Schmeckt komisch. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Hör auf mit deinen Witzen. Verstehe. Müssen wir hier lang weiter? Ich will eigentlich gar nicht hier lang.
Ich möchte erstmal alles mitnehmen hier. Unten war noch eine ganz schöne Menge. Meine verdiente Munition und alles. Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht drin. Chat, wir haben gerade die ganze Stadt eingenommen, ne? Das ist heftig. Dieses ganze Komplex. Sie nannten es Abfertigung. Hier entschied sich, wer rein durfte und wer nicht. Manchmal ließen sie nicht alle aus einer Familie durch. Richtig. Was passierte dann? Was glaubst du denn? So, ist nur eine Spiegelung. Okay, das muss leider reichen. Das muss leider reichen. Also ich bin in der Sackgasse. Haben wir hier noch was vergessen? Hier hatten wir ja nicht so viel Zeit. Was ist das hier? Kann man hier irgendwas? Nee. Warum steht das hier aber so vereinzelt, als wäre das irgendwas Krasses? Firefly-Ketten. Okay, da muss ich doch über den anderen Gang raus. Hör auf damit. Was für einen Ausweg gab es denn gerade eben? Richtig und richtig, hier lang. Ich höre wieder was. Kommen jetzt direkt die nächsten oder was? Verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Warum attackieren die uns aber? Oh Gott. Pass gut auf, wenn du springst. Oh nein. Digga, wie viele noch von denen? Wie viele sind das denn? Und alles ungefähr Männer im selben Alter. Am Ende ist das so eine Truppe von Jungs einfach. Ich hoffe, die haben uns wirklich nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Starlight Express. Dann weiter so. Na komm. Ich schaff
den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Wie? Ich muss wieder tauchen irgendwo hin. Da hinten die Planke. Oh shit. Nicht gut. Verdammt nochmal. Oh, was für ein Scheißort. Digga. Einfach Drive-by auf ein kleines Mädel. Junge. Hauptsache nicht auf mein kleines Mädel erstmal. Steig auf. Komm. Ja, was war das denn gerade? Ja, ich steig weiß auf. Auch nicht. Steig einfach auf. Wir gehen durchs Hotel. Komm. 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 Ey, wie? Was soll ich denn noch machen? Endlich. Okay. Los, hoch. Leg das Brett so hin wie die. Shit. Hilf mir mal. Ach, sie ist gar nicht da, um mir zu helfen. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Voll. Ach, das ist sie, Mann. Mach mir doch keine Angst, Mann. Ich wäre fast komplett nach hinten geschwommen. Warte, vielleicht ist da sogar... Ich muss es ausprobieren. Hier muss irgendwas sein. Marlon, danke schön für den Giftsub. Wichtig. Wichtig. Scheint was wohl zu sein. Die macht so Angst immer manchmal. Immer manchmal ist auch eine wilde Aussage. Kein Weiterkommen für mich. Hier können wir aber noch runter. Oh, wie das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und was hast du bestellt? Nur Kaffee. Der hat ganz bestimmt nicht nur Kaffee bestellt. Ich kenne dich. Also ich kenne mich. Also ich kenne ihn. Also mich.
Let's go. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Alles klar, Ellie. Komm runter. Ist frei, ah. Ellie. Digga, dass ich da einfach runtergesprungen Edel. Bin. Ne? Waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Nein, das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Da kommen wir doch hoch. Wo? Sagst du? Aber wir brauchen auch locker eine Leiter oder so, oder? Ja. Aha. Wenn man vom Teufel spricht. Ich vermisse Kaffee. Als ob Kaffee. Ich hatte das Gefühl, ich hätte noch was gesehen. Jetzt habe ich Angst, dass da oben noch was war. Ja, guck mal. Hamed, cleverer Mann, ich sag euch, da oben ist was. Ich sag euch, ich bin unnormal clever dafür, dass ich. Chat, seid ehrlich, heute Wetter ist gar nicht gut. Ja, so Winterwetter ist irgendwie nicht Winterwetter. Es fehlt so das richtige Winterwetter. Es ist so. Und jetzt hoch. Ich wäre immer so in Real-Life-Chat, wenn das okay. Jetzt real wäre. Ich würde immer so alles abchecken. Okay. Bist du oben? Vorsichtig. Okay, raus da. Oh Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Marlon, danke, Fenster. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was das jetzt? Er hat eine Waffe. Flur prüfen, Mann. Ist okay. Ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Digga, wie viel? Da! Schnapp sie! Och Mann. Als ob er überlebt hat. Gib mir Deckung. Ich hab. Ich hab's gleich. Bist tot, Arschloch. Oh. Oh. Hey, Bader! Fuck. Da ist er. Oh, danke für die Giftzaps. Joel! Ich brauche Deckung! Ja, komm doch! Komm, 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 komm! 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 Oh.
Alter, Junge, warte auf mich. Komm, 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 komm. Komm, komm raus. Als ob das wieder so viele. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Hatten die noch irgendwas? Er hat irgendwie noch kein Zeichen gegeben, dass es vorbei ist. Ah, Digga. Ich habe mich gerade erschrocken vor meinem Spiegelbild. Ich dachte, da kommt irgendwie auf mich zu. Digga, wie groß das hier auch immer ist, ne? Komplett geheilt. Junge, oha! Es ist wirklich extrem riesig hier. Für Geräusche. Hey, es gibt hier so viele Wege, ne? Junge, was für Mistkerl, ihr wollt mich da umbringen. Okay, ich habe den nicht mal gesehen. Sie geben mir mal voll die guten Tipps. Hey, hey, ich habe was gehört. Da drin ist was. Das war's versehen. Ich sehe nichts, Mann. Okay, also dann gehen wir. Wie also dann gehen wir? Seid ihr dumm? Ich bin hier. Da vorne. Ja, Arschloch.
Schlafzimmer. Ja, komm rein. Ich bin hier mit deiner Ma. Scheiße. Oh, ich habe noch einen Schuss. Ich muss die Waffe wechseln. Nein. Wo steckst du bloß? Ausschwärmen. Wie ausschwärmen? Wie viele seid ihr noch? Ich habe noch 3 Schuss. Bro. Gönn Munition. Korrekt. Komm schon! Fuck, Digga. Oh Gott! Oh, jetzt bist du total am Arsch! Fuck, ich bin ehrlich am Arsch. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben. Bitte sag, das ist der Letzte. Komm her. Wo zur Hölle steckst du, Mann? Digga, bist du dumm? Ich habe immer noch keine Munition bekommen. Muss auf Distanz gehen. Oh ja. Wichtig. Oh, Digga, das. Let's go. Revolver, wichtig. Wie viele sind hier denn noch? Das ist so heftig, ne? Hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Und rein. Mal sehen, wo wir landen. Sicherheitshalber. Ach so. Das wird ganz schön eng, aber na komm. Okay.
Muss ich runter? Glaub schon. Nein, 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 nein. Schnell hoch. Hoch mit dir. Such mir was zum Hochklettern, okay? Los geht's. Eins, eins und hoch. Nein, nein, nein! Shit, shit, Bro. Oh, außer wenn das jetzt runterknallt. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Ich hab dich zu Tode erschreckt! Ich bin gleich tot! Ich will da runter, okay? Nein! Bleib da oben! Ich komm auch zu dir! Mach bloß deine Dummheiten! Ich versuch's. Wohin jetzt? Oh, ich kann hier nicht spawnen. Weil ich nicht keinen festen Untergrund habe. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Titanic-Vibes. Oh mein Gott, doch keine Titanic, doch viel mehr Titanic-Vibes, als ich eigentlich haben wollte. Ich meinte diese guten Titanic-Vibes, Bro, nicht die. Na, vielleicht der Durchgang. Mist. Jawohl. Die Pump. Da drüben. Muss irgendwie das Tor umgehen. Kann ich hier drauf? Wie umgehe ich denn das Tor? Hä? Also muss ich doch in dem Raum. Kann man hier hoch? In dem Raum finde ich keine Lösung. Hier komme ich nicht durch. Hier nach oben wäre noch eine Möglichkeit, oder nicht? Komisch, Digga. Ich habe gar keinen anderen Weg als den da hinten. Hier muss ein Generator sein anscheinend. Aber ich krieg den nicht an. Okay, wir werden hier die Folge beenden. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie wir hier weiterkommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, nicht vergessen. Abonniert den Kanal.